Guten Abend, die Herrschaften, und willkommen zurück zu Emperor. Im letzten Part haben wir diese Mission angefangen, in der es darum geht. Willst du mich verarschen? Jetzt öffnet sich das Ding. Ich habe das vor ungefähr 10 Minuten abgespeichert. Da! Eine schlechte Meldung nach der anderen. Wieso ist denn das immer noch? Ist da irgendwo eine Sperre drin? Tatsache. Hab das vor ungefähr 10 Minuten abgespeichert und jetzt kommt die Meldung. Hier kommt kein Stein ran. Und jetzt kommt die Meldung, dass. Also jetzt öffnet sich. Kommt da, also ja, ich glaube, es hackt. Ja, egal. Hat uns ja nicht weiter irritiert. So. Wieder zurück zum Anfang. Im letzten Part haben wir diese Mission angefangen, in der es darum geht, die große Mauer aufzubauen. Hier sieht man schon ein paar Teile, die so langsam sich aufbauen. Da sieht man einen Teil der fertigen Mauer. Und wir haben fast die unterste Schicht fertig besteint. Und warum kommt hier immer so ein Dreck rein? Du gehst raus und Stein kommt rein. Kurz Moment. Warten. Also kurz Moment. Warten. Er versteht sich von selbst. So. Nein, hier kommt keine Seile rein. Das verdammte Scheiße. Was soll denn das? Annehmen. Und ihr braucht ja gar nicht erst ankommen mit dem Kacke. Also, ganz ehrlich. So. Und hier auch nicht. Hier kommt nichts anderes rein als Stein. Gar nichts. Dafür haben wir schließlich die anderen Sachen. So, jetzt holen wir uns mal Xivang Mu ran. Wer ist das? Das ist doch schön. Wieso entwickelt ihr euch hier schon wieder zurück? Ahnenschrein. Alle Ahnenschreine. Jetzt haben wir schon. Nein. Okay. Hab nichts gesagt. Ja, ist okay. Aber bei jeder Meldung, die aufploppt. So, jag einfach mal ein paar Tiere. Moment, war das überhaupt schon aktiviert? Ja. Wäre ja, auch ein bisschen blöd, finde ich. Zwei Freimaurer brauchen wir noch. Ein bisschen Hirse können wir jetzt auch weghauen. Ich kann mal gleich mal gucken, wie viel. Irgendwie haben wir zu viele Hirsefelder. Nö. Ist eigentlich relativ ausgewogen. Wir haben eigentlich noch mehr Kohlfelder. Der wahre Held ist nicht der, der einen gefährlichen Tiger bändigt, sondern der, der sein Temperament zu bändigen weiß. Guck mal, diese schlauen Sprüche hier. Sollte da nicht irgendwo. Das ist okay. Immerhin weiß ich jetzt immer, wenn eine Meldung aufploppt. Ja. Holz am Bestellen, Katapult voll, Mauerwerk, Lackbäume blühen. Ja, sag mal. Die kostet gar nichts mehr. Ach, cool. Das ist natürlich nett. Pflaumenbäume überall. Pflaumenbäume für alle. Solange es mit Feng Shui vereinbar ist. Für alle Bäume? Blühende Bäume. Tatsache. Ja. Ich kann überall Bäume hinhauen. Ich kann die Wüste begrünen. Nee. So. Kleine Unterbrechung. Passiert mal. Du kriegst ein bisschen Hanf hinterhergeschmissen. Wir brauchen definitiv mehr Lager. Da wäre ein guter Platz. Plup. Plup. Dann würde ich sagen, machen wir definitiv dann auch noch einen entsprechenden Inspektorturm hin. Alles mit Inspektoren zuklatschen, aber naja. Wat mut, dat mut. Oh,
Ansonsten hier Feng Shui gut, Feng Shui gut. Pflaumenbaum. Verstehe ich gar nicht, warum die Attraktivität zu gering ist. Eigentlich könnte man es schaffen. Es müsste zu schaffen sein, einfach. Das Ganze etwas attraktiver zu gestalten. So. Pflaume. Pflaume, Pflaume. Drache. Ja. Jetzt müssen wir das Tor öffnen. Ist nur noch etwas attraktiv, nur an der Seite etwas, nur sehr attraktiv, aber. Egal. Immer noch zu viele Arbeitende. Arbeitslose. Es sind viel zu viele Arbeiter. Wir brauchen mehr Arbeitslose. So, du kriegst noch ein bisschen Stein. Oder? Nein. Keramik. Das passt schon. Aber Holz haben wir jetzt nicht im Überfluss, ne? Nein, die warten ja noch auf Holz. Ein Glück, Kosten haben mit Holz am Erstellen kommen was. So. Können wir eigentlich irgendwie unser Zeug verkaufen, was wir viel zu viel haben? Stein können wir exportieren, das ist wunderschön. Kohl und Kohl können wir exportieren, aber hör sie nicht. Und Export. Pingau. Pingau. Wo haben wir denn? Haben wir hier irgendwo noch Platz? Für eine Handelsstation da oben. Das lasse ich als Platz durchgehen. Verkauf. Mal 6 draus. Und an wen können wir unser Kohl verkaufen? Jiangling. Jiangling. Kohl. Machen wir 4 draus. Und hauen dafür einige Pressefelder weg. Steine. Es sammelt sich schon so langsam. Und was machst du? Warum macht die Seide hier immer noch was? Ach, wenn wir nicht auf Lernen gedrückt haben, okay. Weg mit dem Scheiß. Papier sollten wir vielleicht auch exportieren, wenn das geht. Nein, geht nicht. Das heißt, es ist einfach eine Opfergabe. Gut. Hanf, können wir das exportieren? Auch nicht gut. Sonst hätten wir endlich nämlich Papierproduktion etwas runtergefahren und hätten wir Hanf exportieren können. Aber da es auch nicht geht, lass was. Waffen sollten wir aber definitiv exportieren, ihr Jüngling. Das passt doch. Waffen. Einfach alles, was wir haben. Quelle zu weit entfernt. Meinst du das hier oder was? Hier holen wir einfach unser Stein ran. Ich würde da gerne draufklicken, aber es geht nicht. Die meinen wahrscheinlich, dass da unten, dass sie da nicht, das nicht erreichen können. Wenn auch anders kann ich es jetzt nicht hinbringen. Fröhlich, aber ist egal. Ich mache hier noch Wucher draus, das passt schon. So, dann exportieren wir auch wieder ein paar Sachen. Wie sieht es ohnehin mit unserem Geld aus? Wir machen leicht Minus in den vorherigen Jahren, nur durch die Steuereinnahmen.
Export haben wir überhaupt nichts gemacht. Und wenn die Export jetzt wieder zukommen, vor allem dann mit den ganzen Waffen, sollte man doch einiges an Plus machen. Finde ich mal, wäre nichts einkaufen. Den kann man auch mal trotzdem Geld schenken, genauso wie den. Wenn wir schon mal einen guten Ersteindruck haben. Und den schenken wir einfach ein bisschen Papier. Weil wir es gerade da haben. Ich glaube, wir haben dafür immer noch zu viel, um wirklich Kohl zu exportieren, haben immer noch zu viel Hörse. So. Ja, das passt. Größeres Ungleichgewicht brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, ist okay. Eingeschossen. Ah, da. Ich musste es erstmal suchen. Ich weiß zwar nicht warum, aber okay. Stein haben wir noch gesagt, dürfen sie annehmen. Ich stehe denn doof rum. Wenn die auf mich hören würden, dann hätten wir diesen Fels mit Schießpulver sprengen können. Wieso stehst du hier doof rum, Junge? Ja, ist okay. Ja, ich lege ja schon die CD rein, ist ja gut. So langsam nervt es nämlich. Ach, das ist so schwierig, das aus dieser CD aus der CD-Hülle rauszubekommen. So. Ich weiß nicht, was er machen will. Okay. Gut. Ja, natürlich feiern. Wir feiern die ganze Nacht. Achso, ja, okay, Holz kann man auch noch annehmen. Oh, das ist auch das Einzige. Eigentlich lieber Appetit und Regen bekommen. Wenn das runtergeht, ist das nicht so gut. Aber warum haben die würzig? Sind das noch die Reissäcke von vorhin? Wahrscheinlich. Ich mach lieber zu wenig als zu viel. Nein, die haben wahrscheinlich gerade erst geerntet. Oder? August. Keine Ahnung. Doch, das kann nicht lange her sein, dass sie geerntet haben. Geerntet hat. Ich gut Deutsch. Hier rufen wir noch ein paar Freimaurer. Ich meine, das ist das einzige Ziel, was wir haben. Also mache ich mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Auch wenn das manche nicht so gerne sehen. Aber das muss jetzt mal sein. Denn wir wollen ja schließlich auch fertig werden. Guck mal. Nicht, dass ich drängeln würde, aber man kann ja schon mal ein bisschen was machen, ne? So, dann holen wir noch den einen baut noch der eine Mauer rum, dann kommt auch wieder die Erde drauf. Es nimmt doch so langsam Form an. Schön, wie sie einfach durch ihre Erde die Mauer größer machen. Aber ja, mein Spiel ist von 2001. Nehmen wir es mal nicht so ernst. Haben wir schon mal einen großen Teil fertig. Ich glaube, wir müssen jetzt schon... Es müsste jetzt die dritte Schicht sein, die sie dann festklopfen. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, wir kriegen Stein. Super. Da sage ich nicht nein. So, von zufrieden. Zu viele Sperren überall hingerichtet. Errichtet. Von zufrieden auf begeistert. Passt das schon.
Davon zufrieden kann man durchaus so viele Sachen verschenken, Sachen opfern. Bei Fröhlich ist es was anderes, da wäre das schon ein bisschen übertrieben. Müssen ja nicht zwingend jeden Monat was schenken, solange sie noch begeistert ist. Passt das. So, was können wir denn sonst noch machen? Was haben wir denn alles? Ich glaube, die Steinproduktion läuft soweit. Da kann man nicht mehr viel machen. Ich kann natürlich noch ein Steinhauerlager bauen. Das ist alles gar kein Problem. Frage ist nur, ob uns das auch so viel bringt dann. Oh, da hat sich irgendein Haus gerade zurückentwickelt. Füllen wir das einfach noch auf, wo es grün sein kann. So. Dann bauen wir noch ein Maurer. Maurergelder. Ich würde es natürlich schon gerne irgendwo, wo es grün ist, hinbauen. Dieses eine Waldstückchen. Es gibt kaum was Dominanteres. Plopp. Als dieser Wald. Mit meiner Spitzhacke hole ich das Eisenerz, das für die Herstellung weiterer Spitzhacken benutzt wird. Mein Arbeitsplatz ist sicher. Wenn du dir da mal so sicher bist. Eine Erzproduktion können wir ausmachen, wir haben mittlerweile zu viel. Müssen wir gucken, wahrscheinlich sind jetzt drei wieder zu wenig. Aber ist auch wurscht. Oh, wir haben 4 Hanf. Sehr viel. Zu viel. So, wir können dann mal gucken. Unzufrieden. Braucht Seide. Haben wir noch Seide zu verschenken? Nein, aber Hanf. Also gibt es Hanf. Und Papier. Waffen. Haben wir beides nicht. Wir geben mit Papier an. Und Hanf. Und sowieso alles. Ja. Die sind militärisch natürlich echt extrem stark. Aber könnten wir auch haben, hätten wir diese ganz so lange. Aber sobald wir die Mauer haben, passt das. Da fehlt nicht mehr viel. Wenn ich es mal so vergleiche. Ja, da unten. Nö. Das noch draufklopfen, dann noch überall einmal Stein hin und dann passen sie. Müssen wir fertig sein. Das sind doch schöne Aussichten. So, wir machen auch deutlich mehr Plus. Das passt mit den Exporten. Können wir noch irgendwas exportieren? Wahrscheinlich nicht. Nein. Du kriegst aber ein bisschen Hanf. Wieder ein bisschen Lagerplatz frei. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Arbeiterlager sollten reichen für die Mauer. Nicht wirklich mehr können wir uns auch nicht leisten. So, die sind jetzt mittlerweile gleichgültig. Von daher passt das. Unzufrieden. Sind hier so ein Pulverfass. Die uns ganz schnell angreifen können. Die Smog geht nicht. Deswegen schenke ich denen lieber was. Auch wenn sie es nicht brauchen.
Joa, geht doch voran, geht doch geschickt voran, ganz schnell. Was? Invasion? Oh nein, bitte nicht. Das muss doch jetzt nicht sein. Wenn wir hier Stahl verkaufen, Waffen sind viel besser aus, dann haben wir unsere Arbeiter weg. So. Das passt mir ja nur gar nicht mit der komischen Invasion. Schaffen wir das noch? Möglich. Ich speichere ab. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, haut rein und tschüss. Hoffentlich werden wir nicht sterben.